the V in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies. Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist hier am Samstag. Ich habe dir gesagt, ich habe dir heute ein geiles Video mitgebracht und so ist es auch. Und zwar möchte ich dich heute darüber informieren und darüber ausbilden, was die Gesellschaft meistens und unsere Eltern uns für Tipps mitgegeben haben. Flirt-Tipps, die uns tatsächlich schlechter bei Frauen machen als besser, die deinen Erfolg bei Frauen ruinieren, statt ihn zu verbessern. Die will ich dir heute verraten, damit die in Zukunft nicht mehr deinen Erfolg mit Frauen zerstören. Bevor das Video beginnt und du es dir anschaust, lad dir noch schnell mein 5 einfache Schritte bis zu 10 Dates die Woche gratis E-Book da oben runter. Ein einfacher Klick reicht, dann kommt das E-Book zu dir. Du bist dann außerdem Teil meines Online-Coachings, wo du Informationen bekommst, die ich normalerweise nur Leuten auf meinen Coachings mitgebe und die du dort eben gratis von mir bekommst. Los geht's mit dem Video. So, fangen wir an. Wunderbar. Und der erste Spruch oder der erste Flirt-Satz, den man oft hört als Tipp, der erste Flirt-Tipp ist: Keine Sorge, irgendwann kommt schon die Richtige. Und dieser Tipp ist total zerstörerisch für deinen Erfolg mit Frauen, weil gucken wir ihn uns mal genauer an. Dieser Tipp sagt dir im Grunde, hey, keine Sorge, du musst gar nichts machen, bleib einfach auf deinem Arsch sitzen, irgendwann kommt schon die Richtige. Irgendwann kommt sie zu dir, auf magische Weise kommt sie aus dem Himmel gefallen. Du musst nur warten. Und das ist das, was viele Männer mit ihrem Liebesleben machen, nämlich sie spielen Lotto mit ihrem Liebesleben. Das bedeutet einfach, sie machen ihre Kreuze bei der 24, bei der 48, geben den Lottoschein ab und hoffen dann darauf, dass sie gewinnen. Und du weißt, wie hoch die Lotto-Gewinnchancen sind und ungefähr so hoch sind auch die Chancen, beim Liebeslotto zu gewinnen. Die meisten Männer warten eben darauf, dass in ihrem Freundeskreis oder Uni, Arbeit plötzlich eine Frau auftaucht, die auf magische Weise perfekt zu dir passt. Und ich kann dir sagen, in meinem Leben habe ich bestimmt über 1000 Frauen kennengelernt, über tausende Frauen angesprochen und es waren nicht unendlich viele dabei, die super gut zu mir gepasst hätten. Es ist eben selten, wenn du eine Frau haben möchtest, die wirklich gut zu dir passt, mit der du mehrere Jahre zusammen sein kannst, glücklich zusammen sein kannst, mit der du geilen Sex haben kannst über einen längeren Zeitraum, mit der du vielleicht auch, je nachdem wie alt du jetzt bist, Kinder haben kannst, dir eine Familie aufbauen kannst, was ja auch eine geile Sache ist, dann solltest du dir schon ein bisschen Mühe geben und nicht darauf hoffen, dass mal zufällig eine Frau dabei vorbeikommt, weil irgendwann kommt schon die richtige Frau. Das ist eben ein ganz, ganz tödlicher Spruch. Wenn du dich daran hältst, dann gibst du dich deiner Passivität hin und wirst die Frau, die du wirklich willst, nicht finden. Und das Schlimme ist, dass du wahrscheinlich irgendwann einfach mit irgendeiner Frau zusammenkommst, auf die du eigentlich, wenn du mal ganz tief in dich reinhörst, gar nicht so richtig Lust hast. Das merkst du, das merkt sie. Und schon seid ihr an dem Punkt, wo ihr einfach nicht so richtig zusammenpasst und wo ihr dann am Ende des Tages in einer unglücklichen Ehe landet, wo ihr auch noch Kinder bekommt. Und dann seid ihr aneinander gebunden und dein Leben ist einfach scheiße. Und deswegen mach dir lieber frühzeitig Gedanken darum, hey, was für eine Frau will ich eigentlich? Und sorg dafür, dass du die auch findest. Du musst sie erobern, du musst sie kennenlernen, sie fällt nicht in deinen Schoß. Der zweite Tipp, den man immer wieder zu hören bekommt und der ganz schrecklich ist, ist: Sei ein Gentleman. Sei einfach ein netter Kerl, dann wird die Frau dich wollen. Kurz vorweg, es ist nichts falsch daran, nett zu sein. Es ist nichts falsch daran, freundlich zu sein und es ist nichts falsch daran, ein Gentleman zu sein. Die meisten Männer sind aber in den beiden Extremer und das Extrem hier ist der Gentleman, der super nette, der nie was Falsches sagt, der angepasst ist und der Ja-Sager. Ja, klar machen wir das. Hey, wir machen, was du auch immer machen willst. Und das andere Extrem ist das Arschloch, der einfach so, hä, interessiert mich noch nicht deine Gefühle, ich will dich nur ficken. Ich bin ein cooler Typ, guck mich an. Oh, meine geile Lederjacke und mein cooles Mikrofon. Und meine coole Sonnenbrille natürlich. Das sind halt diese Art von Männern, die wollen die Frauen auch nicht, aber meistens stehen die Frauen eher auf Arschlöcher als auf nette Typen, weil Arschlöcher haben wenigstens noch Eier in der Hose, so ein bisschen, auch wenn das nicht die Eier sind, die Frauen eigentlich wollen. Und was du werden möchtest, ist nicht ein Gentleman und ein netter Typ, der die Frau zum Essen einlädt. Ich erinnere mich an eine gute Freundin von mir, die mir erzählt hat, dass sie einen Typen getroffen hat und der war super nett, hat sie mit dem Auto abgeholt, hat sie ins Kino chauffiert, wie ein Großmeister das macht, ein Großmeister der Gentlemanhaftigkeit. Und am Ende des Tages war er einfach nur ihr Kinofreund, mit dem sie mal ins Kino gegangen ist. Er wollte die ganze Zeit mehr, aber sie war so, ja, mit dem kann man ja mal ins Kino gehen. Und das ist einfach die klassische Freundschaftszonenfalle, die du vielleicht auch kennst. Und die passiert oder kommt eben dann, wenn du ein super netter, toller Gentleman bist und wenn du nicht sagst, hey, pass auf, du gefällst mir. Was? Ich gefall dir nicht? Du willst eine Freundschaft? Hey, da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann passen wir wohl nicht zusammen. Sorry.
Und sei auf keinen Fall ein Gentleman und ein netter Typ. Sei nicht nur Gentleman und ein netter Typ. Du kannst nett sein, wenn du gleichzeitig auch in der Lage bist, mal auf den Tisch zu hauen und der Frau zu sagen, was Sache ist. Wenn du diese beiden Dinge vereinst, nämlich auch mal das Arschloch sein zu können, auch mal auf den Tisch hauen zu können, und aber auch mal der Gentleman, der Nette sein zu können. Wenn du diese beiden Dinge vereinst, ja, wie Walter so schön machen würde, dann hast du eine perfekte Kombination, die Frauen anziehen wird. Aber sei ein Gentleman, sei ein netter Kerl, ist kein guter Flirt-Tipp. Nein. Hier kommt der letzte Tipp, der auch echt scheiße ist und den man immer wieder bekommt, nämlich, hey, pass auf, sei einfach du selbst. Du bist doch ein ganz cooler Typ, sei einfach du selbst. Der Grund, warum dieser Tipp Eigentlich ist dieser Tipp sehr gut, wenn man ihn wirklich befolgen könnte, aber gucken wir uns das mal genauer an. Der Grund, warum dieser Tipp praktisch gesehen keinen Wert hat, ist, angenommen, du hast 20 Jahre ein gewisses Verhalten an den Tag gelegt und du hast von diesem Verhalten einen gewissen Erfolg bei Frauen bekommen und der war schlecht. Und wenn jetzt jemand zu dir sagt, sei einfach du selbst, dann bedeutet das so viel wie, hey, mach einfach nochmal 20 Jahre weiter mit genau dem, was du gerade gemacht hast. Sei einfach du selbst. Das heißt, nochmal 20 Jahre keinen Erfolg mit Frauen, zumindest nicht den Erfolg mit Frauen, den du dir eigentlich wünschst. Und deswegen funktioniert das überhaupt nicht. Der andere Grund, warum dieser Tipp eigentlich gut sein könnte, aber warum ihn eigentlich auch niemand wirklich befolgen kann, ist, ich glaube, 95% der Männer wissen erstens nicht, wer sie selbst sind und haben auch keinen Zugriff auf sie selbst. Die meisten Männer leben in Angst davor, ihr Ego bloßzustellen, Angst davor, als schwach dazustehen, Angst davor, die Frau anzusprechen, Angst vor dem und jenem, Angst davor, die Frau zu verlieren, Angst davor, mal zu sagen, was wirklich Sache ist. Die meisten Männer leben schon in relativ großer Angst, sage ich mal. Und wenn du in relativ großer Angst lebst, dann bist du eben gar nicht du selbst. Die meisten Männer sind überhaupt nicht sie selbst. Denn wenn sie sie selbst wären, dann wären sie locker, entspannt. Sie würden sagen, was sie sagen wollen. Sie würden ausdrücken, was sie ausdrücken wollen. Aber das tun sie gar nicht, weil die meisten Männer eben gar nicht sie selbst sind oder sehr weit davon entfernt. Das heißt, wenn du diesen Tipp, sei einfach du selbst, umsetzen könntest, nehmen wir es mal an, dann würde das tatsächlich einen guten Flirt-Tipp machen. Aber die meisten Männer sind eben weit davon entfernt, sie selbst zu sein und haben auch meistens das Gefühl, hey, in Gegenwart von Frauen bin ich jemand anders, ich kann mich da nicht frei ausdrücken, ich traue mich da nicht, mich frei auszudrücken, ich kenne das selbst aus dem Umgang mit Frauen, wo ich mich ab bestimmten Punkten künstlich zurückgehalten habe, weil ich Angst hatte, die Frau zu verlieren und dann habe ich sie natürlich verloren, ja, so läuft das übrigens immer. Also, der Tipp, sei einfach du selbst, ist an sich kein schlechter Tipp, aber er wird dir nicht weiterhelfen, weil leider liefern dir die Leute nicht die Erklärung mit, die du bräuchtest, um diesen Tipp umzusetzen. Ja, sie sagen dir einfach, sei einfach du selbst, aber sie sagen dir nicht, wie du das machen kannst. Falls du das lernen willst, kommst du zu mir ins Coaching. Da machen wir genau das. Das war's im heutigen Video. Schön, dass du wieder dabei warst. Es ist Samstag und du solltest auf jeden Fall gleich mal vielleicht in die Clubs gehen, pack dir ein paar Freunde ein, geh ein bisschen feiern, lerne ein paar Frauen kennen. Bevor du in die Club gehst, lad dir noch mein gratis E-Book runter. Da oben ist es nochmal angezeigt. 5 Schritte, 10 Dates die Woche. Das kannst du auch im Club anwenden natürlich. Ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.